Kommen wir jetzt zu Linear Discriminant Analysis und keine Panik, ich erkläre Ihnen das nicht im Detail. Ich erkläre es Ihnen nur so grob, was man da machen will und warum man das machen will und wie es dann geht, sozusagen, dass überlassen Sie entweder einfach irgendeiner Importfunktion, die Sie reinladen, ja, oder ja, Sie können das natürlich auch nachschlagen, wie das geht. Das ist alles nicht so schwer. Es erfordert nur Geduld. Ja, das ist hier eigentlich das Einfache. Das Schöne an den Naturwissenschaften ist, da muss man gar nicht so genial sein. Man muss nur Geduld haben. Das ist eigentlich alles. Ja. Das glauben Sie mir jetzt wahrscheinlich nicht. Gut, also jetzt ist hier unsere typische Aufgabe, die ist schon ein bisschen technischer formuliert. Anhand der Features wollen wir das Class-Label vorhersagen. Ja, das ist also die Aufgabe. Übersetzen wir die nochmal auf unsere Iris-Dataset. Ja, da wollen wir also aufgrund der Messungen, die ich jetzt mache, ich gehe jetzt in den Garten, habe da eine Iris, die irgendwo wächst, jenseits meiner Beete, wo ich nicht weiß, was es ist. Ja, und jetzt mache ich eine Messung mit einem Zentimetermaß und messe diese Blütenblätter aus und möchte dann anhand dieser Blütenblätter irgendwie eine Formel haben, die mir dann sagt, was für eine Sorte das ist. Ja, das ist also so eine typische Aufgabe, die man also lösen möchte. Warum ist das irgendwie interessant? Naja, so ein bisschen hat man dann ja das botanische Wissen kondensiert auf eine Formel. Ja, vorher hat man die Botanikerin, die guckt sich die Blume an und sagt, das ist das und so. Ja, und die hat halt Gefühl dafür. Die weiß wahrscheinlich dann auch, dass die jetzt Wasser braucht oder Stickstoff oder was weiß ich. Ja, weil man sich einfach mit Pflanzen auskennt. Okay, aber das ist natürlich toll, wenn man das auch mechanisieren kann, nicht um die überflüssig zu machen, sondern um auch irgendwie rauszukriegen, ja, was ist denn jetzt das Herausragende an der Versicolor? Und da kommt dann raus, ja, die hat die größten Blütenblätter, das ist wirklich das Distinguishing Feature, ja, das Alleinstellungsmerkmal. Okay, gut. Fischer in seinem Paper sozusagen, der möchte jetzt einfach eine Linearkombination bilden von diesen Merkmalen. So ein neues Stichwort, eine Linearkombination. Linearkombination heißt, dass man eine gewichtete Summe von diesen Zahlen bildet. Ja? Linear ist es deshalb, weil hier nichts quadriert wird oder hoch 3 genommen wird, deswegen ist das Ganze linear. Und Kombination ist jetzt hier einfach die Summe, ja? Eine gewichtete Summe dieser Merkmale. Okay, das ist also das Ziel. Und zwar will er jetzt aus den Daten das W1, das W2, das W3, das W4 irgendwie so finden, sodass es irgendwie nützlich ist. Und zwar, dass ich jetzt dieses Z, was ich hier ausrechnen kann mit meinem alten Taschenrechner, ja, sodass ich das benutzen kann und dann an dem Z sehen kann, ist es Iris setosa oder Iris versicolor. Ja, und dann nehmen wir jetzt einfach mal nur 2 Sorten raus. Man könnte natürlich auch sagen, Iris setosa soll sich auf dem Z möglichst stark von beiden unterscheiden, von den beiden anderen. Oder man sagt jetzt mal, das Z soll einfach nur Iris setosa und Iris versicolor möglichst gut unterscheiden. Die Frage ist, wie muss ich jetzt W1, W2, W3 und W4 einstellen? Ja? Und das kann man irgendwie lösen mathematisch. Da gibt es eine Formel für, ja, und dann rechnet man das aus und dann bekommt man diese 4 Zahlen. So, und der Botaniker wiederum, der findet diese Zahl natürlich interessant, weil der bekommt jetzt damit über die Gewichte eine Gewichtung von diesen Features. Ja? Und dann weiß er halt, wenn dieses W3 riesengroß ist, eine recht große Zahl ist, dann weiß er, das ist also diese Petal Length, wenn das die Petal Length ist, die ist also sehr charakteristisch für die Iris setosa, um die von den anderen zu unterscheiden. Das heißt also, nach der Linear Discriminant Analyse bekomme ich also diese Gewichte und die kann ich aber auch wieder als Botaniker wieder interpretieren und kann damit dann wieder sagen, was das jetzt für die Pflanzen bedeutet, was man daran also sehen kann. Ja, das ist also so eine Idee von so einer Linear Discriminant Analysis. Ja. Das steht jetzt nochmal hier, ja, als Text auf Englisch. Und das kann man aber auch alles jetzt irgendwie ausdrücken mit Matrizen und Vektoren. Das sind jetzt wieder neue Wörter, die Sie vielleicht noch nicht gehört haben. Wobei, haben Sie die schon mal gehört eigentlich, Matrix und Vektor? Ja, manche haben es gehört. Alle? Gehört es heute zum Schulstoff in der Grundschule? Wahrscheinlich, ja, okay, gut. Jedenfalls, das kann man jetzt auch alles mit Matrizen und Vektoren ausdrücken. Und zwar sehr kurz und knapp.